So, hallo, ich bin's mal wieder. Micha, seit langem mal wieder. Wir wollen wandern. 3 Tage von Neustadt-Holstein nach Fehmarn. Erste Etappe heute, gerade angekommen. Bahnhof da im Hintergrund. Erste Etappe heute bis nach Kellenhusen. 22 Kilometer, also. Wir schauen mal. Ja, gut. Wenn das Wetter hält, Regen haben sie gesagt, aber im Moment sieht es gut aus. Aber dann heißt ja nichts. Wir laufen mal los und wenn ihr Bock habt, mitkommen. Auf geht's. Und zwar, wie immer, die Richtung. Hinten Klüvers Brauhaus gibt es ein Craft Beer und einige andere Sachen, die der auch macht. Ich glaube Kaffee und alle möglichen Kram macht der. Der ist auch in Neu. Ach Quatsch, wie heißt das noch? Niendorf. Niendorfer Hafen. Der Imbiss, Fischimbiss. Das ist auch Klüvers. Die liegt doch auch schon mal in Lübeck oder lag mal in Lübeck, die Norden. Kannst Bin ich mir ziemlich sicher. Kannst ja. Da hinten gibt es die Bohnensupp. Aha. Ein Schiff mit Namen Bohnensupp, auch interessant. So, Karte. Wir im Moment noch hier. Jetzt geht es hier lang, da lang, da lang. Warte, ich nehme mal kurz mit. Da lang, da lang, da lang, da lang. Und da geht's an den Strand. Ingelore hieß er nicht, die Frau vom Bürgermeister in Bütten war da so? Ingelore? Ja. Ja, interessanter Name. Bohnensupp. Hat man eben schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, Museumshafen-mäßig, ne? Ehemaliger Liegeplatz Pellworm. Aha. Ursprünglicher Name hat Nordrog. So Blindenschrift oder so. Ja, kannst du wahrscheinlich eher nicht, aber es sieht so aus. Wie so ein Druckerzettel, ne? So ein früher Lochzettel. Das gibt es ist hier mit Blöcken und Blöcken geschrieben. Siehste? Dachte ich mir doch fast. Gut. Ui. Ordentliches Horn hier. Naja, hier ist ja ordentlich Marine und die Wasserschutzpolizei ist ja, glaube ich, auch stationiert. Irgendwo da hinten drin. So, wir verlassen den Hafen und laufen durch die Stadt. So, Freunde der Nacht. Ortsrand Neustadt, gen Norden, Kreisverkehr, erste Abfahrt nehmen. Da geht es nach Rethin, da geht es jetzt für uns weiter. Okay, bis später. Die dürfen aber nicht mehr nach Island. Die sind wahrscheinlich von da geholt. Die dürfen aber nicht mehr zurück. Die Island-Pferdchen. Da passen die nämlich gut drauf auf, damit sie ja keine Krankheiten einschleppen. Haben sie auch recht. Aber siehst du da vorne? Da vorne waren welche das nix. Ich glaube, da gibt es Männlein und Weiblein. Von diesen Tierchen da. Also von diesen Früchten. Leute, esst Schlehe. Gesund. Vor allem jetzt sehr interessant. Wobei die ist schön weich schon. Noch so ein bisschen astringierend. Aber ich mag das. Ansonsten schmecken sie gut.
schöne Säure und im Abgang so. Keine Ahnung, schmeckt halt. Gut, ne? Ja, macht Spaß. Ja, guckt ihr, ne? Und jeder Mensch liebt Esel, oder? Irgendwie. Oh, jetzt kommt er aber angerannt hier. Hast gemerkt, dass du gefilmt wirst, gell? Ja. Ein Schlappohr, hä? So mit der flachen Hand, da kann nichts passieren, weißt du? Seid ihr Zwillinge? Drillinge vielleicht. Ne, sowas gibt's glaube ich nicht. So Freunde, wir sind an der Ostsee. Von hier ab geht's dann meiste Zeit jetzt an der Ostsee lang. Und hier der Hafen, der angebliche. Ja, vielleicht sind ja doch nur diese Spuren hier oder so. Wahrscheinlich, ja. Ja gut, und wir machen jetzt da lang weiter. Und werden Spaß haben. Natur, Wind, Norddeutsch. Wir laufen ein wenig am Strand lang. Zwar bis da hinten, wo der Wald anfängt, da kommt wieder ein Weg, der ein bisschen weiter reingeht und dann irgendwie durch den Wald. Da gibt es auch, glaube ich, einen Aussichtspunkt irgendwo. Wir werden sehen. So, kurze Pause. Batterie aufgeladen, Wasser aufgeladen. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt vom Strand weg und nehmen uns so. Ich glaube, das ist schon der Ostsee-Küstenradweg. Ja, gucken wir mal. Bis nach Grömitz circa 4 Kilometer. Voilà. Auf geht's. Ja, eventuell war das da, wo wir jetzt gerade gestanden haben, die Aussichtsplattform, die auf der Karte eingezeichnet war. Wir gucken mal weiter, wenn keine andere kommt, war sie es. Ein Hinweisschildchen. Ah, hier gibt es einen Ruheforst. Aha, Brodau. Ist das nicht sogar der, wo der andere auch liegt, der von der Gabi gearbeitet hat bei dem? Okay. Naja, wir gehen dann jetzt diesen Weg hier. Da wieder raus. Hier sollen wir wahrscheinlich nicht durchgehen.
Hier kommt da außer vielleicht Wasser raus? Möglicherweise, ne? Ja. Da geht's da so weiter. Da geht's dann zum Ruheforst wahrscheinlich hier. Ach, wer weiß, vielleicht finden hier Gottesdienste statt. Oder sonst was. Bänke da, Kreuz da. Kriegen wir raus. Nicht heute, aber ich schreibe es dann in die Kommentare unten rein. Ne, in die Infobox. Die Kommentare schreibt ihr bitte. Ja, ich bete das schon seit Jahren. Aber so richtig Lust haben die Leute nicht. Okay, gut, macht nichts. Weiter geht's. Ich schreibe es dann rein. Ja, ich bin auch gleich wieder raus aus dem Wald hier. Da ist der Kollege wieder hier. Diesmal auch so schön gelb, guck. Der Pilgerweg mal wieder. Wir pilgern. Jetzt geht's aber halt da weiter. Scheinbar gibt es hier irgendwelche Flüsse oder sowas oder Bächelchen, ne? So, hier scheint ja so ein bisschen Wasser geflossen zu sein. Der Rest ist noch da. So, wir sind aus dem Wald. Da hinten Feriensiedlung. Da die Vögel. Valkyrien. Ja, das sind die eben gezeigten Häuser. Na Mädels, wollt ihr sitzen bleiben? Und große Angst haben sie nicht. Strand, ne? So Leute, vor uns Grömitz, das Grömitz. Bis auf die Ecke vorne wollen wir später noch. Da geht es dann hoch Richtung Kellenhusen. Okay, dazu später mehr. Aber es ist ein schöner Blick da hinten hin. Wir sehen uns. Ich hoffe, dass er mich jetzt verstanden hat. Es ist ziemlich windig. Oh, Pause beendet. Wir stehen auf und laufen noch ein Stück dahin. Dann geht's hoch. Mal gucken mal. Okay, folgt uns. So, wir sind auch so ein bisschen Steilküste. Hier muss ich mal ein Foto machen. Da. Da bin ich nochmal, guck, ich schmück mich heute mal mit fremden Federn. Wie man sieht, oder wie man noch nicht sieht, aber ich glaube man sieht's. Winnetou. Oh, ich wollte gerade sagen, Indianer, aber.
Brauchen wir auch nicht mehr. Wie nennt man die jetzt? Naja, jemand Indigenes oder so. Keine Ahnung. Macht nichts. Ich habe eine Feder, wie Winnetou. Unten lang laufen, jawohl. Bis man hier runter. Dann ist der Weg lang. Ja, ne? Ja, na komm. So, jetzt sind wir am Yachthafen in Gröbitz. Das ist ja nochmal so eine Touri-Hochburg hier, Gröbitz. Beim Imbiss Falken kann man super Spatzen füttern. Die fressen einem aus der Hand. Bilder folgen, zeige ich euch. Ohne Angst. Gerade rausbekommen, Imbiss Falkental. Direkt Gröbitz, Eingang, gerade am Yachthafen. Ist zu empfehlen, schmeckt gut, schön gemacht. Die Seebrücke von Gröbitz. Die Seebrücke, auch bei schönem Wind. So, jetzt gehen wir hier noch mal auf das Netz, gucken wir mal. So, die kleinen Kinder halt. Ah, guck. Oh, hier müssen sie so ein kleines Stückchen klettern. Und dann dürfen sie da runterrutschen. Ja, ist doch schön. Und unten geht es dann mit dem Sprung. Und dann kommst du da raus auf diesem Gitter da, ne?
Wir verlassen Grömitz. Hinter mir noch das Riesenrad. Und wie man sieht, am Himmel könnte es zu Regen kommen. Wir lassen uns überraschen und hoffen das Beste. Wir laufen jetzt da weiter und haben noch so, naja, 8 bis 10 schätze ich mal. Deshalb besser kein Regen. Gut, folgt uns. Ich mache mal ein Foto davon. So, und jetzt geht's hier kerzengerade auf den Deichweiher. Ist, glaube ich, der Ostseeradweg. Ostseefernradweg? Ostseeradweg, egal. Und den laufen wir jetzt. Wo wir gerade so am Laufen sind, habe ja Zeit jetzt, kommt nicht viel. Natürlich habe ich auch ein Fotoapparat dabei, selbstverständlich. Hier und da mal ein paar Fotos machen. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht angesagt, aber gut, ich zeige es euch dann trotzdem zum Schluss. Und dann kann man ja mal drüber reden. So, wisst ihr das jetzt auch. Da nochmal ein Riesenrad. Da nochmal ein Lauer. Yeah! Weil ich gehe ja wieder mit Lauer, wie letztes Mal. Hatte ich heute Morgen gar nicht erwähnt. So, alle Freunde, wir sind noch nicht da. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, aber es fängt an zu regnen. Daher muss ich die Kamera jetzt erstmal ein bisschen wegpacken. Also ihr werdet ihr nichts mehr zu sehen bekommen. Außer es hört wieder auf. Dem sieht es aber nicht so aus. Aber okay, gut. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Daumen hoch. Kommentare nicht vergessen. Und wir sehen uns irgendwo aus Deutschland. Vielleicht auch irgendwelche Küchen, wissen wir nicht. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Kellenhusen. Mit schreienden Kindern. Hey.